Gut. Okay. Wie der aussieht. Los geht's! Oh, das ist sehr schön gelungen, sehr schön. Echt? Ist egal, da hätte ich die letzten Rotze, die letzten Mülleimer hinstellen können. Irgendwie so, oh, ist ja super gelungen. Weißt du, voll der Mülleimer so. Okay, Nepp. Guten Tag, tritt näher, nur keine Scheu, nicht so schüchtern. Weiter drücken? Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Denn du hast dich für die Nooks Reif für die Inselpaket entschieden. Im Auftrag von Nook Inc. erklären wir dir mit Freuden, was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp und Schlepp. Und wo ist euer Bruder? Depp? Der Depp? Mein Gott. Aber erstmal. Hallo und ein familiäres Willkommen zu einer kleinen Runde Pavoto. Naja, eigentlich Pavoto. Genau. Man ist es halt gewohnt, so einfach. Hallo, herzlich willkommen zu Pavoto. Genau. Aber jetzt ist es nur Pato, Papa und Tochter, weil Sepp uns verloren gegangen ist. Der ist stiften gegangen. Der hat sich in ein Buch verwandelt. Ein sehr geiles Warhammer-Buch. Ja, und da wir jetzt alleine sind, wir armen kleinen beiden Schnuffis, machen wir das für uns. Nein. Dann sind wir mit Nepp, Schlepp und Depp. Genau. Nein, das machen wir natürlich hauptsächlich deswegen, weil wir natürlich immer unterschiedliche Interessen haben. Mayuki hat die Interessen und Sepp hat die Interessen. Und ich als Nym hab mit beiden verschiedene Interessen. Deswegen machen wir mal Vater-Sohn und Sohn-Tochter. Ja. Je nachdem, ne? Ah, so wie in diesem Fall, obwohl man zugeben muss, dass Sepp auch wahnsinnig gerne hier mitgespielt hätte. Können wir uns Mandri nennen? Mandri. Amanda. Pato? Jo. Jo. Obwohl man natürlich wirklich sagen muss, dass Sepp, dein Geburtstag lässt sich nicht mehr ändern. Obwohl man natürlich echt sagen muss, dass Sepp wahnsinnig gerne in diesem Spiel mitgespielt hätte. Aber da er mit mir schon einige Spiele hat, ist das so ein Spiel für Mayuki. Kann höchstens mal sein, dass er mal einen Gastauftritt hat. Oh ja, wir haben dich. Hier haben wir es dich. Es kann mal sein, dass er mal einen Gastauftritt hat, wie gesagt, weil man ja hier mit mehreren spielen kann. Und, ja, mit viel zu viert eigentlich. Eigentlich zu viert, beziehungsweise, ja doch. Ja, zu viert. Beziehungsweise mit zwei Konsolen, glaube ich, sogar zu acht. Ist auch scheißegal. Im Endeffekt kommt er mal dazu und kann dann mal unsere Insel einfach mal angucken. Du kannst... Ich bin erstmal Bewohner. Oh, wie süß. Es ist... Die Frisur. Nein, bestimmt nicht. Ich nehme eine Frisur, die meiner relativ ähnlich ist. Zumindest versuche ich das. Wie sind das alle Frisuren, oder was? Die vier? Wow, dann nehme ich... Die nach oben. Nee, ich nehme die. Nee, Moment. Ja, Haarfarbe, ja. Ja, kommt hin ungefähr. Augen. In Balau. Oh mein Gott, was ist passiert? Oh. Ach, bin ich müde. Oh, das Leben ist so... Oh. Das sieht süß aus. Ich will aber maskuline Augen, männliche Augen, so wie diese. Ja, richtig männlich. Warte, mach mal die da. Welche die? Nein, die unten. Die sind schön. Ja. Okay, nehmen wir die. Eine dreieckige Nase? Hier, guck mal. So wie der Typ eben auf dem Fahrrad, den wir gesehen haben. Also, Mayuki und ich haben ihn liebevoll begrüßt. Richtig, den Biberjungen, wie wir ihn nennen. Der Biberjunge. Gut, ich nehme, aber ich will eine runde Nase, aber dann bleibe ich der Biberjunge. In Gedenken an den Biberjungen. Oh, ich habe rosa Backen. Okay, von mir aus. Rosa Backen. Gut, okay. Wie der aussieht. Los geht's! Oh, das ist sehr schön gelungen, sehr schön. Echt? Ist egal, da hätte ich die letzten Rotze, die letzten Mülleimer hinstellen können. Irgendwie so, oh, ist ja super gelungen.
Weißt du, voll der Mülleimer so. Ist egal. Das sagen die immer. Das hätten die immer gesagt. Genau so ist es. Einer der reizvollsten Aspekte dieses Programms ist es, den Wechsel der Fährerszeiten zu genießen. Da wir Inseln auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel anbieten, hast du die freie Auswahl. Möchtest du die Jahreszeiten genauso erleben wie zu Hause oder lieber versetzt? Genau andersherum. Wenn ich fragen darf, wovon lebst du, Pato? Wo lebst du? Wo genau? Wo an der... Was ist das für ein komisches Land? Europa! Woanders? Ich glaube, ich lebe in woanders. Nein, ich lebe natürlich in Europa. Nein, nein, woanders. Nein, Europa. Alles klar, das sollte es nicht schwer fallen, eine geeignete Insel für dich zu finden. Ich würde dir eine Insel auf der Nordhalbkugel ans Herz legen. Dann sollte dir die Umgebung nicht ganz so schwer fallen. Einverstanden? Wollen wir Nordhalbkugel oder Südhalbkugel? Ist mir egal. Also Südhalbkugel wird das wahrscheinlich eher sowas wie mit Palmen und so sein wahrscheinlich. Ja, würde ich sagen. Nehmen wir Südhalbkugel. Oh, du willst also mal was anderes ausprobieren? Alles klar. Dann wollen wir mal eine unbewohnte Insel auf der Südhalbkugel für dich finden. Wir hätten hier Landkarten von ein paar Inseln, die in Frage kommen. Alle unbewohnt, naturbelassen und mit reichlich Platz zum Leben und Spazieren und zum Vergnügen. Entscheide aus dem Bauch heraus. Schau mal einfach, welche Form dir am besten gefällt. Darf er nie was sagen, dein anderer Bruder? Nö. Okay, Mayuki, welche Insel gefällt uns? Die sehen alle gleich aus. Nee, nicht anders. Die Flüsse sind anders, die Wälder sind anders. Ich möchte den da, ja. Diesen? Ja, den möchte ich. Okay. Aber du musstest doch. Alles gut. Genau. Gute Wahl. Sehr gut. Ja, wir haben uns ja normalerweise Multiplayer-Spiele auf die Fahne geschrieben. Machen wir ja auch meistens. Das kann man ja, wie gesagt, auch mit mehreren spielen. Deswegen hoffen wir, dass wir gleich irgendwann mal endlich Mama Yuki auch dazu holen können. Beziehungsweise ich spiele ja auch noch nicht. Von Dingen wirst du auf eine Einsamme mitnehmen. Eine Lampe, was zum Essen, etwas zum Zeitvertreiben, Schlafsack. Was nehme ich mit? Was zu fressen? So, so, interessant. Das lässt wirklich tief blicken. Was, dass ich Hunger habe? Oh, wie seltsam! Er hat Hunger! Die Frage war aber, wie gesagt, nur hypothetisch. Unseren Gästen fehlt es nämlich an überhaupt nichts. Warum fragst du dann? Ob Vergnügen, Genuss oder banaler Alltagsbedarf. Um all das ist, wird sich mal mehr gekümmert bei Nook Inc. Da möchte ich auch hoffen für dich. Sonst hau ich dir ehrlich gesagt einfach stumpf in die Fresse. Okay. So, Dish! Bitte begeben sich umgehend zum Flugsteig. Der Arme, der tut mir leid. Ausgesehen ist Timing, der Mann nicht wie an Bord. Ja, los geht's. Also, ich werde unten wahrscheinlich ein Dings einfügen, dass wenn ihr Bock habt, könnt ihr direkt zum Game springen, wo es losgeht. Oder ihr guckt euch das einfach mal an, falls ihr wissen wollt, wie es einfach losgeht. Falls ihr die anderen Projekte von mir und Mayuki sehen wollt, also in diesem Fall Mayuki und ich spielen Stardew Valley, könnt ihr noch die Playlist hier oben gucken. Ne? Das ist das andere Spiel, was wir momentan spielen. Ich weiß immer, wo die ist. Da. Genau. Perfekt, Mayuki, hast du genau recht. Ja, ganz recht. Oh, die Musik ist so schön. Ja. Oh, was ist das denn? Ein Killerkäfer. Hast du gesehen, wie riesig der ist? Der frisst uns sicher. Oh mein Gott. Oh. Oh. Schön. Also kurzum lieben, also Mayuki und ich lieben auf jeden Fall diese typischen Bauern- und Dingsspiele, so wie Stardew Valley, wie das hier oder wie andere so aus der Richtung. Da haben wir unwahrscheinlich viel Spaß dran. Oh, das sieht so süß. Den Blonden mit den Pony hier kenne ich. Ah, okay. Persönlich? Hab ich schon mal gesehen. Doch. Geht aber nicht auf die Schule? Nein. Natürlich nicht. Nook Inc. Nook Inc. Inc. Und ja, was soll ich sagen? Was wollte ich überhaupt sagen, bevor Mayuki mich überquatscht hatte? Du überquatscht mich schon die ganze Zeit. Tut mir leid. Was wollte ich überhaupt gesagt haben? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Na egal. Wird sicherlich nochmal später nochmal kommen. Oh, die sieht aber cool aus irgendwie. Äpfel! Wow. Nee, Kirschen! Schmeißen wir uns jetzt so ein Flugzeug oder was? Ich habe nur das Plus gedrückt. Und tschüss.
Polo, Nep, da wären wir endlich. So leid es mir tut, aber es ist erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um all das Einleben in ihrer neuen Inselheimat zu erleichtern. Bitte gebt euch alle zum nahegelegenen Festplatz, wo unser Chef euch schon erwarten sollte. Bitte folgt uns mit Hilfe von linker Stick. Diese anderen beiden komischen Vögel hier leben mit uns hier. Der Affe in den rosa Klamotten und... Nee, den schiebe ich weg. Komm hier, hau ab. Bleib du hier? Ich gehe da schon mal weg, du. Oh Mann, der komische Affe da. Ich will den nicht auf der Insel haben. So. Ich habe hier schon mal Sachen geklaut. Schon mal direkt klar gemacht. Aber ich kann die nicht nehmen. Was soll das denn? Oh, aber wieso kriegen wir solche komischen Bewohner? Guck mal, der Löwe, guck. Mein Gott, sieht der dösig aus. Der Affe erst. Boy. Okay, Tag. Nepp. Sind wir Zoll? Ich rufe mal besser alle auf. Katrin? Leon? Pato. Der Affe in den rosa Klotten heißt Katrin. Mit was für Leuten leben wir hier auf der Insel? Was soll ich dazu sagen? Katrin sieht aus wie... Super, dann sind ja alle... Ja gut, so Chef, hier hätten wir die drei Mutigen, die ein neues Leben auf der Insel beginnen wollen. Ich hab Babys Bumspudel. Nur als Katrin. Ausgezeichnet, ja. Dann mal zur Sache. Ich begrüße euch auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Nook Inc., euer kompetenter Partner für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizonterweiterung. Ja. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für ein Abenteuer. Ein sehr Abenteuer. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht allein im Regen stehen. Nein. Wir quatschen euch auch stundenlang voll. Geil! Wir werden euch auch hier wohnen und lückenlos betreuen. Aber das ist im Reif für die Inselpaket inklusive. Aber eins nach dem anderen. Hm? Zuerst muss sich jeder von euch einen Platz zum Wohnen suchen. Gehört das schließlich dazu. Da ich nebenher Immobilienmakler bin, werden wir hier früher oder später auch Häuser bauen. Aber bis es soweit ist, könnt ihr dieses Inselleben ganz authentisch genießen. In Zelten. Holt euch einer von Nepp oder Schlepp ab und sucht euch ein schönes Plätzchen. Okay, Mayuki. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da... Wo sind die denn jetzt? Wo ist Katrin und Leon? Oh. Minus. Das Spiel kann jetzt noch nicht gespeichert werden. Okay, also kannst du wahrscheinlich auch noch nicht dazukommen, weil ich mir erst das Plätzchen suchen muss. Tom Nook, hallo? Ich empfehle dir stark, bei Nepp oder Schlepp dein Zelt abzuholen. Der Nepp quatscht die ganze Zeit voll. Ich nehme gerne von Schlepp. Schlepp, bitteschön, Pato. Dein eigenes persönliches Zelt. Ja, natürlich mein eigenes. Ich will nicht dein vollgefurztes haben. Öffne Taschen. Ja, okay. Du musst aber schon eine Stelle nehmen, wo ringsherum genug Platz ist. Keine Sorge, du kannst erst einmal schauen, wie es aussieht, bevor du den Ort endgültig festlegst. Oh, hier habe ich auch noch eine Karte für diese Insel für dich. Gut. Sobald dein Zelt steht, komm nochmal hierher zurück. Zur besseren Orientierung hast du ja die Karte. Also, dann mal los. Viel Erfolg. Okay, Mayuki, dann suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen. Oh, wir können nicht über den Fluss. Das ist ja mal dumm. Also hier fände ich ja schon fancy, da oben in der Ecke. Oder was meinst du da hier? Ich fände es da oben. Hier? Also da in der Ecke oder was, wo ich hier war, da? Ja. Okay. Zapp. Ja. Jo. Ist gut. Yeah! Mein Zelt steht! Damit ist diese einsame Insel schon erheblich weniger einsam. Weil dein Zelt da steht. Ah, okay. Aber aufheben kann er immer noch nichts. Du bist mehr eine Tüte, du. Ah, cool. Aber wie er läuft, ne? Wie so typisch in Naruto. Apropos Naruto, Mayuki und ich wollen ja
eventuell ein bisschen Werbung machen, denn demnächst werden wir unser sogenanntes Otaku-Sofa machen. Denn Mayuki und ich sind nämlich Otakus. Otakus heißt im Prinzip Anime-Fans. Jo, kann man so sagen. Und wir sind totale Anime- und Manga-Fans und Trickfilme. Also alles in dem Bereich. Also wir würden auch durchaus Trickfilme dazu nehmen, die vielleicht nicht unbedingt Animes sind, so wie das neue She-Ra oder andere Sachen wie Gravity Falls oder so. Wir lieben einfach alles so in dem Bereich. Die würden wir auch sagen. Oder Justice League. Justice League haben wir gerade geguckt. Die Young Justice haben wir gerade geguckt. Sind wir dabei. Young Justice. Ist ja nicht im Prinzip, aber nehmen wir dabei. Und wahrscheinlich wird unsere erste Folge nämlich sein... Einer der geilsten Animes, die je gemacht wurden. Naruto. Yeah, genau. Wir werden wohl die ersten paar Staffeln dann erstmal bequatschen. Also so 1 bis 3 bis 4. Und so Charakter bequatschen. Genau. Ne? Und so ein bisschen mal vorstellen. Vielleicht kennen das ja einige von euch nicht. Oder einfach, guckt einfach so zu. Ist auf jeden Fall, wird ganz fancy werden. Denke ich. Denke ich auch. Okay. Mal gucken. Kann jetzt noch nicht gespeichert werden. Was wollte ich jetzt überhaupt noch mal machen? Du bist der Erste, der zurück ist, also die anderen wohl noch auf der Suche. Nachdem du dich schon umgesehen hast, wüssten sie deine Hilfe sicher zu schätzen. Ja, ja. Okay, dann muss ich jetzt also diese anderen komischen Vögel finden und sagen, wo sie... Leon. Hey, oh, ich bin Leon. Junji Kenjunian. Gra. Hat der gerade echt Gra gesagt? Ist das dein Ernst? Boah, Digga, es geht gar nicht. Gra. Dein Zelt steht schon. Ich suche nach der perfekten Stelle. Weit weg von uns. Weit. Wenn du das Meer siehst, geh drüber und dann mitten rein. Bau da irgendwo dein Zelt. Gra. Ich will irgendwo mitten in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann. Gra. Ey, Digga, wenn du noch einmal Gra zu mir sagst, sag ich dir eins. Denn der Fleck hier scheint mir ganz gut geeignet. Was meinst du, Pato? Ist mir so scheißen, egal wo du baust. Ich suche für dich. Möglichst weit weg von uns. Nein. Er ist ja relativ weit weg. Hier, so, sieht gut aus. Ja, Bau, findest du auch. Klasse, ja, ja, ich auch. Na gut, wollen wir dann einmal zu... Warum kriegen wir nicht so süße Tiere, wie wir eben in dem Video waren? So ein Fuchs und so. Wir kriegen so einen alten, vergammelten Löwen und diesen komischen Schwuletten-Teddybär da, Gorilla da. Ist der schwul? Naja, so ein Mädchen. Wenn ich hier mein Zelt aufschlage... Ich kann dich gleich mal aufschlagen, Digga. Ziemlich cool, oder? Ja, super, großartig. Oder sag ich, irgendwas passt hier nicht? Du! Passt hier nicht! Großartig, sag ich doch. Und wenn du es auch sagst, kann ich mir wohl doppelt sicher sein. Ja, ja, super. Sie hat sofort bis auf Weiteres mein Zuhause. Wie sieht es aus? Zeitmäßig, ja. Gra. Er hat wirklich nochmal Gra gesagt, Mayuki. Er hat Gra gesagt. Puh, gar keine so leichte Entscheidung. Ich schulde dir einen Proteinriegel oder zwei. Ich frage mich, wie es bei Katrin so läuft. Vielleicht hat sie auch eine Entscheidungsschwierigkeit. Sollte es... Das mal ist wirklich eine See. Ist das gruselig. Ich will hier wieder weg. Ich will andere Leute haben. Vielleicht können wir die später von der Insel schmeißen. Nee. Wenn wir hier der Boss sind. The Boss. Ich möchte die jetzt mal sehen. Anders gucken, kurz. Wenn ich hier spreche, vielleicht dreht sich dann... Du bist... Nee, echt jetzt? Verrat's mir nicht. Du bist Pato. Stimmt doch, oder? Und du bist hässlich. Do you speak German? No. Okay, du bist hässlich. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass ich drauf komme. Braha. Oh nein. Ich möchte die gerne alle verletzen. Ich hasse es, wenn Leute Braha. Oder wenn die hier dieses Ding sagen, wenn die ja sagen. Dieses Lachen, wenn die Deutsch da noch sind, dann verstehen die ganze Zeit ja. Ja, das ist ja schlimm. Also ich kann nur eins dazu sagen, ich würde gerne viele Leute auf dieser Insel verletzen. Einfach, weil sie mich nerven. Aber ist egal, ich bin gerade... Wie die aussieht! Glaubst ja gar nicht, wie ich mich auf das ganze Inselding hier freue. Guck an, hast du schon einen Platz für dein Zelt gefunden? Braha. Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt, aber die hat wohl gerade einen schlechten Tag. Da habe ich voll alte Baumschulen und Stöckchen geschmissen. Das genau hier gelandet ist. Klar, die Methode mag fragwürdig sein, aber das Ergebnis hält. Bin ich nicht genial? Brahaha. Denk nochmal. Ich suche für dich, weil du musst dringend ganz weit weg von uns. Boah, meinst du wirklich, du willst mir plötzlich für mein Zelt suchen?
auch eben erst kennengelernt. Echt dufte von dir, Pato. Ja, ja. Hm. Ja, nimm jetzt ihr Drücker. Hm. Ich gehe so weit weg wie möglich. So weit weg, Gänseblümchen. Hast du mich gerade Gänseblümchen genannt? Oh, komm her, wir müssen ganz weit weg. So, hier. Hier. Ja, du bist so nah an der Böschung. Okay, dann. Aber so gerade. Mann! Ich will die nicht so nah bei mir haben, Mann! Oh, wieso haben wir nicht so Süße gekriegt? Mal sehen, nicht mal sehen. Bau die hier auf. Ja, super. Top. Ist dies die Stelle in Ordnung? Ja, okay. Oh Mann, ich wollte süße Tiere haben. Ein Eichhörnchen oder so. Oder ein Frosch oder so süße. Wir kriegen so alte Hässlons. Mann. Oh. Oh nein. Hässlon. Ich glaube, so nennen wir auch die Folge. Auf einer Insel gefangen mit Hässlons. Willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Ja, ja. Aber natürlich muss man nichts überstürzen, lieber reiflich überlegen und mal drüber schlafen. Jedenfalls ist es nun geklärt und wir können uns Wichtigerem zuwenden. Und zwar einer großen Einzugsparty zu euren Ehren. Stil echt mit tollem Knisterfeuer hier auf dem Festplatz. Dazu müssen wir zuerst ein paar Kleinigkeiten beschaffen. Aber da wir sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir so ein bisschen das Teamwork machen. Dann mal sehen. Nepp, Katrin, Schlepp und Leon machen den Festplatz fertig. Pato und ich sorgen derweil für Feuerholz und vielleicht was Leckeres zum Essen. Gut, alles klar, na dann auf. Und Pato, könnte ich mal kurz eine Kleinigkeit mit dir besprechen, ehe es losgeht? Wow, ich hoffe, der will mich jetzt nicht befummeln. Okay, naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind auf jeden Fall fertig mit dieser Folge und würden gleich wahrscheinlich die nächste hinterher machen. Würde ich sagen, ne? Mhm. Und dann hoffe ich, dass wir endlich mal dazu kommen, dass Mayuki auch gleich mal mitmachen kann. Obwohl ich glaube, die müssen uns noch stundenlang voll quatschen. Oder du machst gleich die nächste Folge. Machen wir so, machst du gleich die nächste Folge. Mhm. Gut. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir freuen uns. Wir haben echt Spaß an dem Spiel. Jetzt schon, weil es echt irgendwie lustig ist. Und man macht sich selber irgendwie lustig. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und von uns aus. Tschüss. Tschüss.